darfst das nicht. Ich habe das ganz kurz auf meinem Bett stehen gehabt, um weil ich versuchen gesucht habe. Und dann ist sie direkt aufs Bett gesprungen und hat das gewittert, ja? Heißt du es gewittert? Nein. Ich hatte gerade die größte Schmetterlingsrettaktion mit Blatt und Blume und in unserem Schuppen waren einfach 3 Schmetterlinge eingesperrt, die da irgendwie reingeflogen sind und die dann halt immer gegen das Fenster geflattert sind. Und 2 habe ich relativ easy rausgekriegt. Der eine hat einfach nicht verstanden, dass er sich einfach nur auf diese Blume setzen muss und ich ihn rausbringe. Und er ist immer wieder gegen die Scheibe geflogen und wollte halt nicht durch die Tür raus, aber ich kann dieses Fenster nicht aufmachen. Das war stressful, aber I made it. Sorry, Blümchen, dass ich dich abreißen musste. Ich habe das Akata-Buch, den 4. Teil, A Court of Frost and Starfall, so krass schnell weggelesen. Und ich habe einfach den 5. Teil nicht mit zu meinen Eltern genommen. Und es ist so schönes Lesewetter. Ich muss das ausnutzen, so einen Urlaubstag hier bei meinen Eltern zu Hause zu haben, am Pool zu liegen und zu lesen. Und deswegen rate ich jetzt nochmal zu Thalia und besorge mir ein anderes Buch. Touch of Darkness hat BookTok empfohlen. Und da müssen wir jetzt nochmal hin und das besorgen. Das Buch, was ich eigentlich wollte, hatten sie leider nicht. Deswegen habe ich mich dann für ein anderes entschieden, was Luna Lene letztens mal in ihrer Story empfohlen hat. Oder was heißt empfohlen hat, dass sie das jetzt liest. Und das fand ich klang ganz gut. The Raven Hood. Ist kein Fantasy, aber probieren wir mal. Aber erstmal kurz im Pool frisch machen. Zeit für einen Snack. Ich bin schon, naja, ich habe schon ein bisschen was gelesen. Ich kann nicht so viel dazu sagen. Ihr kriegt später ein besseres Update. Übrigens, mein Bikini ist von Lilia the Label. Damit ich es nicht vergesse, weil ich wette, ich vergesse es dazu zu schreiben. Und ich habe mehrere von denen. Ich mag die richtig gerne. Ist auch eine nachhaltige finnische Marke. Und jetzt suchen wir nach einem Snack. Jetzt mit dem Lesen. Ich liebe das, wenn ich in meiner Lesephase bin, weil dann bin ich viel, viel weniger am Handy und es tut mir so gut, wenn ich so richtig in Bücher eintauchen kann und weniger auf Social Media hänge. Gekommen und habe auch schon meinen Koffer ausgepackt, bin ganz gut wieder angekommen, aber habe heute sehr viel zu tun, bin auch nachher verabredet zum Coworken, aber erstmal habe ich hier noch ein bisschen was zu tun. Erster Kaffee des Tages ist schon parat und ich freue mich auf die nächsten Tage hier, auch wenn sehr viel zu tun ist. Wieder sehr vernünftig und versuche viel an meinem Stehtisch zu arbeiten. Ich habe diesen Stehtischaufsatz, den man auf seinen Tisch einfach drauf macht. Der ist von Stansim und ich habe festgestellt, dass die einfach pleite gegangen sind. Voll sad. Ich hatte das letztens in der Story verlinkt und da haben mir einige geschrieben, dass es das Unternehmen gar nicht mehr gibt. Richtig traurig, weil ich mag das Ding voll gerne. Auch wenn ich ein bisschen zu faul war in letzter Zeit, das zu benutzen. Aber jetzt bin ich wieder dabei. Und ich habe jetzt noch einiges am Laptop zu machen für mein Video, was heute online geht, das Food Diary. Food Diary ist immer relativ lange, dauert lange, um das zu schneiden, weil es so viel Material gibt, wenn ich mich filme beim Kochen. Und dann mache ich immer noch ein Voice-Over und so weiter. Text, Rezepte aufschreiben. Deswegen dauert das immer ein Weilchen und ich muss das jetzt noch machen. In 2 Stunden habe ich einen Zahnarzttermin.
Bis dahin muss ich das eigentlich fertig kriegen, dass das vielleicht während ich den Zahnarzttermin habe, hochlädt. Zahnarzt ist geschafft. Und ich war gerade noch mal kurz bei Rewe. Dadurch, dass... Ich habe übrigens eine neue Jacke. Warte, ich zeige euch die mal kurz. Ich finde die so cute. Ich habe die bei Lotta Stichler mal in der Story gesehen und habe dann auf Vinted danach geschaut. Beziehungsweise Julika hat mir die geschickt. Und die ist noch relativ aktuell, aber es gab die schon bei Vinted. Hatte ich richtig Glück. Ich trage darin eine Größe S, wie gesagt, von Zara. So eine khaki Hemdjacke mit diesem Lochstick. Keine Ahnung, wie man sowas nennt. Auf jeden Fall finde ich die sehr, sehr cute und bin sehr happy darüber. Ich mache diese Woche keinen Großeinkauf bei Lidl, weil ich am Samstag schon wieder weg bin. Und dann lohnt sich das nicht, dann kaufe ich das eh alles nicht aufzuessen. Deswegen habe ich nur ein paar Kleinigkeiten gekauft für Kirschen, für halt so Frühstück und ein, zwei Mal Abendessen. Am Freitag gehe ich wahrscheinlich Fußball schauen, da holen wir uns dann bestimmt vorher irgendwie einen Düren oder so in der Schanze. Und meine Eier sind noch alle heile. Genau. Jedes Mal beim Zahnarzt denke ich mir so, oder beziehungsweise ich habe ja Zahnreinigung gemacht, denke ich mir so vorher, ach, es ist nicht so schlimm, es ist nicht so schlimm, es ist nicht so schlimm. Und dann bin ich wieder da und denke mir so, oh mein Gott, doch, es ist genauso schlimm, wie ich es in Erinnerung habe. Ich hasse es. Zahnreinigung ist echt so unangenehm. Aber made it muss man ja nur ein oder zwei Mal im Jahr machen. Oder muss man ja eigentlich gar nicht, aber ist halt gut. Terry hat mir einen Body mitgebracht. Sie hatte nämlich irgendwann mal bei Vinted so einen Body gekauft, den sie aber nie anzieht. Und es ist so ein Bloch, also auch ein Tanzbody. Ich habe jetzt natürlich nicht so passende Unterhose da so unter an, aber deswegen probieren wir jetzt mal. Und ich probiere den jetzt mal an. Das ist auf jeden Fall so ein rosaner mit einem Rückenausschnitt. Could be cute. Also ich finde den schon schön. Ich finde, also ich würde ihn mir, glaube ich, neu wahrscheinlich nicht in diesem Schnitt kaufen. Hier sieht ihr mal den Rücken. Ist schon schön, aber also ich würde mir den jetzt, wie gesagt, nicht, vielleicht nicht neu in dem Schnitt kaufen, aber ich werde ihn erstmal ausprobieren und ansonsten kann ich den immer noch weiterverkaufen. Und wenn sie den eh nicht anzieht, teste ich den mal. Ich finde die Farbe auf jeden Fall sehr schön. Nämlich wie eine kleine Ballerina. Ich bin jetzt schon wieder auf dem Weg und muss mich beeilen, dass mein Bus schaffe. Der kommt nämlich schon in 5 Minuten, 6 Minuten. Aber eigentlich soll ich das schaffen, aber ich gehe schnell. Und ich fahre jetzt zu Julika, wir wollen nämlich coworken. Dummerweise habe ich immer noch was zu arbeiten. Das heißt, ich muss erstmal arbeiten und dann kann ich noch ein bisschen Uni machen. Das ist immer mein Problem mit Uni, dass ich halt vorher andere Abgaben habe und so. Und die halt immer Priorität haben, weil es halt Abgaben sind mit Termin. Und dann Uni, ja, kann halt später erledigt werden. Naja, aber ich versuche heute auch noch ein bisschen was zu schaffen. Und dann fahre ich auch direkt weiter heute noch zum Tanzen von Julika aus. Da will ich mich nochmal zum Modern Jazz, nee, wie heißt es, Modern Jazz? Nee, Modern Dance heißt es, glaube ich, nur. Das habe ich noch nie gemacht. Habe ich aber früher getanzt, Modern, und habe ich sehr Lust drauf, bin ich gespannt. Genau, das verbinde ich dann direkt. Ich bin einfach schon außer Atem. Ich habe mir was zu essen eingepackt, weil ich nach dem Zahnarzt jetzt 2 Stunden nichts essen darf. Dann konnte ich jetzt noch nichts essen, also nicht Mittag oder Snack oder so. Und habe ich mir jetzt noch was mitgenommen. Und ja, ich muss mich auch immer insbesondere dolle beeilen, wenn ein Bus kommt, weil die manchmal einfach 2 Minuten früher losfahren. Das ist richtig böse. Das ist mir schon 1-2 Mal passiert, dass er mir vor der Nase weggefahren ist. Und ich so war, Bro, eigentlich darfst du erst in 2 Minuten losfahren. Aber die fahren halt weiter, weil sie wissen, okay, in 10 Minuten spätestens kommt der nächste. Aber wenn man halt den dringend nehmen muss, damit man es halt pünktlich schafft und 10 Minuten dann halt schon was ausmachen, ist halt mal richtig doof. Deswegen versuche ich eigentlich immer 2 Minuten früher da zu sein. Damit mir das nicht passieren kann. Aber ist mir gestern, als ich auf dem Weg zum Tanzen war, auch passiert, dass der mir einfach direkt vor der Nase weggefahren ist. Mein HelloFresh-Paket ist angekommen und ich freue mich so auf die Gerichte. Ich weiß noch ganz genau, was ich mir ausgesucht habe und
bin sehr gespannt, was zu testen. Bei HelloFresh kann man immer aus über 40 wöchentlich wechselnden Rezepten auswählen. Und ich habe mich diesmal einmal für vegane Fischfinger-Tacos entschieden. Und die sehen so lecker aus. Und dann noch dieses Stir-Fry, veganes Stir-Fry mit Erdnuss-Chili-Soße. Und die haben auch richtig viele vegetarische und vegane Optionen, wie ihr seht. Liefert wird das Ganze genau in den Mengen, die man für die Rezepte braucht und für die Personenanzahl, die man auswählt. Und da können wir dann heute Abend eins von kochen. Hier gibt es die Fish Fingers in Tortilla Wraps. Die Gerichte bei HelloFresh enthalten immer super viele frische Zutaten und frische Kräuter und werden direkt zu dir nach Hause geliefert. Dadurch kann man das Planen und Einkaufen HelloFresh überlassen und sich auf das stressfreie Kochen freuen. Vor allem ist es so richtig einfach, neue Rezepte auszuprobieren, weil man mit den HelloFresh-Boxen dazu angeregt wird und man die Zutaten genau in den Mengen, die man braucht, eben nach Hause geliefert bekommt und nichts übrig bleibt, was man danach vielleicht nie wieder benutzt und das schlecht werden kann. Ich habe hier diese leckeren veganen Tacos zubereitet und dafür ganz viele frische Kräuter geschnippelt und mit einer veganen Creme aus Mayo und Sojaerzeugnis zusammengerührt und das auch als meine Marinade für meinen Karottensalat verwendet. Auch noch Gurken in Scheiben geschnitten und die veganen Fischstäbchen angebraten. Also ein super. Ihr bekommt bei HelloFresh mit meinem Code HelloMindWanderer 120 bis zu 120 Euro Rabatt auf eure Bestellung bei HelloFresh. Und ein Jahr ein gratis Dessert oder Snack bei eurer Lieferung dazu. Schaut gerne nochmal in die Videobeschreibung für weitere Details zu dieser Aktion. Ich habe so unfassbar Bock auf dieses Essen. Wie gut sieht das bitte aus? Ja, Fischstäbchen mit so einer Dillsoße und Gurke. Ich glaube, das wird richtig lecker. Ich hatte keine Raspel für die Karotten. Und ich habe die einfach mit einem Schäler so dünn runtergeschält. Das hat auch wunderbar funktioniert. Richtig, richtig, richtig lecker. Ich habe einfach den ganzen Nachmittag vergessen zu vloggen. Ich bin so schlecht, oh mein Gott. Aber Julika und ich waren richtig produktiv. Wahrscheinlich habe ich auch deswegen. Ich habe wirklich mit keiner Sekunde daran gedacht. Und wir haben bis 17:30 Uhr, bis ich los musste, echt richtig, richtig produktiv gearbeitet. War ich sehr, sehr stolz auf uns, weil manchmal verquatscht man sich ja auch so. Aber wir haben echt nur kurz am Anfang 10 Minuten uns ausgetauscht und waren dann echt den ganzen Nachmittag voll produktiv. Ich glaube, weil wir beide auch ein bisschen stressed waren, dass wir viel zu tun haben. Und 17:30 Uhr habe ich mich dann auf den Weg zum Tanzen gemacht, war dann beim Modern Dance, aber irgendwie der Lehrer und die Class hat mir irgendwie nicht so wirklich gefallen. Also da werde ich auf jeden Fall nicht nochmal hingehen, aber ich fühle mich jetzt trotzdem gut, aber auch sehr hungrig und sehr geschafft. Ich bin richtig geschafft vom Tag. Ich habe irgendwie gefühlt nur im Bus gechillt und beim Zahnarzt, aber ich finde Zahnreinigung ist alles andere als chillig. Und dann habe ich die letzte Nacht immer so schlecht geschlafen. Deswegen fühle ich mich jetzt gerade ein bisschen wie mit dem Bus überfahren. Ich bin krass fertig und müde. Und jetzt muss ich noch was kochen. Es ist jetzt auch einfach schon kurz vor 9. Nach dem Tanzen ist es immer so spät. Und das nervt ein bisschen, aber ich will mir jetzt trotzdem was Vernünftiges kochen. Brot Nummer 2. Gut, dass ich koche, aber ich mache dieses Rezept. Stir-fry Pfannengemüse mit Erdnuss-Chili-Soße. Und alles, was übrig bleibt. Nach dem Tanz habe ich sowieso immer eh krass Hunger. Und dann habe ich auch direkt morgen was. Ist auch gut. Aber ich muss jetzt schon was essen. Und verhungere ich hier. Das ist echt das Nervige am Stancen, dass man den immer runterheben muss, wenn man dann mal essen will am Tisch, weil ich halt keinen extra Schreibtisch habe. Aber dafür steht hier halt nicht so ein Schreibtisch in meinem Raum. Hat alles Vor- und Nachteile. Hier sieht es auch aus wie Chaos. Ach Gott. Es ist nämlich schon wieder ein neuer Monat. Das bedeutet, ich muss Hausbuchhaltung machen. Und ich freue mich nicht darauf. Aber jetzt genieße ich erstmal das. Und ich glaube, ich hole mir ein Buch zum Lesen dazu. Ich habe schon ein bisschen was geschafft, weil ich die letzten Tage immer, wenn ich zum Tanzen gefahren bin, dann gelesen habe, weil die Strecke relativ lang ist für mich zum Tanzen. Hier ist übrigens das Gericht. Ich habe hier noch so ein paar Leftover gehacktes Dinger, die ich gestern, also gehacktes, veganes, vegane Hackbällchen-Dinger.
die gestern übrig geblieben sind, die habe ich nur mit reingemacht. Und ich habe die Paprika weggelassen, weil ich warme Paprika nicht so doll mag. Ich esse die dann lieber frisch. Ich habe gerade schon abgeschmeckt, das schmeckt richtig lecker. Ich liebe so eine Erdnuss-Sojasauce. Yummy! Und so geröstete Erdnüsse drüber. Ist eigentlich auch voll gut, sich sowas mal als Topping zu kaufen, damit ja, man irgendwie noch sowas Specialiges auf seinen Bericht hat. Dieses Buch ist so... Man kann nicht aufhören, es zu lesen. Man will immer wissen, wie es weitergeht. Ich mag es halt schon richtig gerne. Und deswegen war ich gestern auch zu spät im Bett, weil ich das dann noch gelesen habe. Und mir gesagt habe, eine halbe Stunde. Aber ich werde jetzt noch dieses Kapitel zu Ende lesen. Und dann werde ich die Küche Dann werde ich die Küche aufräumen. Und abwaschen. Duschen. Und mich ins Bett pflanzen. Top Plan. Ich habe mich dazu entschlossen, jetzt wieder meine Winterdecke aufzuziehen, weil ich jede Nacht nur mit der dünnen Decke nicht schlafen kann und es viel zu kalt ist. Und dann lege ich mir immer die zweite sozusagen wieder drauf, weil ich so eine habe, die man so zusammenkletten kann oder knöpfen kann. Und ich gedacht habe, ja, die drei Tage Sommer, das war's wohl jetzt. Ich brauche wieder meine Winterdecke. Irgendwann letztens im Video hatte jemand danach gefragt, woher diese Bettwäsche ist, die man so zusammenklicken kann. Das ist eine 4-Jahreszeiten-Bettdecke. Danach muss man suchen. Und meine ist von bettwarenshop.de. Ich wusste das damals nämlich nicht mehr, aber jetzt weiß ich sie da. Falls das jemand wissen will. Ich gerade nachgedacht habe, ich bin voll froh, dass es früher, als ich, keine Ahnung, 10 bis 15 war, noch nicht Netflix und generell so Serien zum Binge-Watchen gab. Weil, ich wette, früher hätte ich mich da so drin verloren, auch mit Freundinnen hätte man dann ständig irgendwelche Serien zusammen geguckt oder Filmmarathone gemacht und so hat man halt irgendwie mal eine DVD geschaut oder halt irgendwie einmal die Woche sich zusammen Germany's Next Topmodel angeguckt, was irgendwer aufgenommen hat. Aber man konnte halt nicht so 24/7 bis in die Nacht hinein binge-watchen in so immer neuen Serien, die einem gut gefallen. Das hätte ich damals, glaube ich, mit einigen Freundinnen gemacht. Und das war dann irgendwie nicht so ein Ding, was gut ist. Heute in einem Monat ist die Eras Tour, zu der Julika und ich in Warschau gehen. Wir haben ja nur Tickets für Warschau, was heißt nur, wir haben Tickets für Warschau bekommen, wo ich sehr, sehr happy bin. Die haben wir einfach vor über einem Jahr gekauft. Die habe ich 2023 im Juni oder Juli war das ja gekauft und jetzt im August 2024 ist das Konzert, ist schon verrückt. Und wir haben beide immer, also Julika hat noch mehr oder weniger gar nichts für ihr Outfit und ich habe ein Kleid, aber auch noch keine richtigen Accessoires. Und wir haben auch noch keine Armbänder gefädelt. Also wir hängen ein bisschen hinterher. Die Vorfreude ist groß, wir sind textsicher. Aber was so die anderen Vorbereitungen angeht, sind wir noch nicht sogar dabei. Und in 2 oder 3 Wochen, am 23. und 24. ist sie auch in Hamburg. Da gehe ich auch auf jeden Fall vors Stadion, freue ich mich schon richtig doll. Ich bin so gespannt. Es wird das Highlight des Jahres, das weiß ich jetzt schon. Und ich weiß auch jetzt schon, dass mein Spotify Wrapped für 2024 einfach nur The Tortured Poet Songs als meine Tops sein wird, weil ich höre zwar auch hin und wieder mal andere Songs, aber nicht in Dauerschleife, so wie Tortured Poets. Und wenn ich raten darf, würde ich sagen So High School, The Alchemy, The Smallest Man Who Ever Lived, But Daddy I Love Him, The Bolter, The Manuscript oder The Prophecy auf Platz 5, habe ich immer so, Fortnite auf Platz 5. Das sind die 5 Songs, von denen ich glaube, bei Spotify kriegt man auch immer so Spotify-Rap, die Top 5 Songs, die man am meisten gehört hat. Und ich war letztes Jahr, glaube ich, in 0,1% der Taylor Swift-Listeners. Und ich hoffe, dieses Jahr ist in die 0,05% ihrer Top-Listeners zu schaffen. Das wäre ein krasses Goal. Das wär so krass, wenn die meistgestreamte Spotify-Artist, die
Spotify-Artist, ja. Und ich davon die 0,05 meiste Hörerin bin. Das wäre verrückt. Mein Jahresgoal. Und wisst ihr, was ich dann auch manchmal denke? Ich weiß, dass es für voll viele Leute nicht so richtig nachvollziehbar ist, so dieser ganze Hype um Taylor Swift, which is fine, wenn man, also habe ich ja auch lange Zeit nicht verstanden. Aber jetzt kann ich, also das klingt verrückt, aber es ist einfach, ich lieb's. Ich liebe es, so viel Freude, Vorfreude, Excitement, dieses Kribbeln zu haben für jemanden oder für Musik, die ich so liebe. Und ich finde es fast schon traurig, wenn Leute das nicht nachvollziehen können. Ich meine, sie vermissen ja nichts, weil sie es nicht wissen. Aber wisst ihr, es tut mir leid, dass sie nicht nachfühlen können, wie großartig ich mich fühle. Und ich meine das nicht böse, sondern es ist einfach so, wow, wie verrückt, wisst ihr? Und ja, also ich bin damit fein, wenn Leute das nicht mögen und so. Aber trotzdem denke ich mir so, wow, traurig, du kannst es nicht nachempfinden. Das ist sowas Großartiges in meinem Leben. Und es tut mir leid, dass du das nicht nachempfinden kannst für dich. Obwohl natürlich die Person, der das voll egal ist. Aber ja, ich glaube, ich habe verstanden, was ich meine. Heute mal wieder im Sitzen, aber ich habe irgendwie voll viele Briefe bekommen, die ich mir jetzt mal angucken muss. Ich hasse das, Briefe zu bekommen. Als erwachsene Person bekommt man nicht mehr gerne Briefe. Nicht so wie früher, wo man sich gefreut hat, wenn irgendwie mal eine Postkarte für einen im Briefkasten war. Jetzt bekommt man Briefe von Hamburg Wasser. Zählerablesekarte. Keine Ahnung, was das ist, was ich mich damit beschäftigen muss. Von meiner Krankenkasse habe ich noch einen Zettel bekommen und das weiß ich gar nicht, von wem das hier ist. Auf jeden Fall, ja, jetzt könnte ich irgendwie darauf verzichten, dass Sachen in meinem Briefkasten landen. Vanessa gleich eine Folge für unseren Podcast auf. Heart to Heart, falls ihr den noch nicht kennt, hört unbedingt rein. Wir haben, oh Mann, ist die Maschine. Wir haben letzte Woche nämlich eine Folge aufgenommen, die hieß Thoughts On, also unsere Gedanken zu verschiedenen Themen. Und es hat uns so gut gefallen, dass wir da halt so viele verschiedene Themen angesprochen haben. Und die Folge dadurch irgendwie voll abwechslungsreich war, dass wir davon diese Woche nochmal einen zweiten Teil machen mit noch weiteren Themen, die wir noch quatschen wollen. Genau. Also ich glaube, das wird cool. Hört sehr, sehr gerne in die neueste Folge rein. Ich hatte es gerade mit Vanessa schon im Podcast angesprochen, aber vielleicht kennt ihr das ja auch oder ziemlich sicher kennt ihr das auch. Dass es ja immer mal so Zeiten gibt und Wochen, wo man irgendwie, keine Ahnung, super viele Termine hat, super viel verabredet ist, auf super viele Veranstaltungen geht oder Events oder sowas mit Freunden macht und irgendwie viel zu tun hat und sich dann denkt so, wow, irgendwie ist gerade ganz schön viel, ich bräuchte mal ein bisschen Me-Time, ich bräuchte mal ein bisschen, keine Ahnung, Ruhe. Und dann gibt es wieder Wochen, wo sehr viel Ruhe ist. Und wo man dann so ist, oh, irgendwas fühlt sich falsch an, ich muss mir mehr aufladen. Und man dann ganz zu vielen Sachen ja sagt, um dann wieder irgendwie überfordert zu sein. Und dann wieder, oh, irgendwie ist es zu wenig, ich muss wieder mehr. Und dann ist es immer so, anstatt dass man einfach genießt, okay, jetzt ist es gerade so. Und dann nächste Woche ist es vielleicht wieder anders. Und mal so, so ein bisschen eine Abwechslung zu haben. Aber entweder ist es halt irgendwie mal in einer Woche dann sehr viel oder in der nächsten dann zu wenig, dass man so ist, oh mein Gott, wen kann ich jetzt anschreiben, ich muss irgendwie, also zumindest mir geht das so, weil ich auch alleine wohne und alleine arbeite, dass ich dann so bin, oh mein Gott, ich muss jetzt irgendwie mal wieder jemanden sehen, irgendwie was unternehmen, mit wem kann ich mich verabreden, und dann wieder eine Woche, wo ich irgendwie jeden Tag verabredet bin und es irgendwie viel ist. Aber naja, so ist das.
Kirschen geben mir immer minimal Paranoia wegen Maden. Ich kenne das auch noch, dass man früher irgendwie so Kirschen vom Baum gepflückt hat und dann irgendwann mal reingeguckt hat, was da so drin krabbelt und dann da Maden gefunden hat. Aber gekaufte Kirschen haben eigentlich nie Maden. Also kenne ich zumindest nicht, die sind eigentlich immer gespritzt. Ich bin umgezogen, weil ich gerade ein paar Reels gefilmt habe. Hatte ich gerade Motivation und das Licht war gut, weil draußen endlich mal wieder die Sonne scheint, aber es ist trotzdem windig und irgendwie ist wie so Aprilwetter. Gefühlt ist den ganzen Sommer über Aprilwetter. Habe ich jetzt gerade einen Kern in mein Müsli geschmissen. Das ist ein richtig typisches Ding, was ich mache, dass ich irgendwann vergesse, wo mein Abfallteller ist und wo mein Essen ist und ich dann auch bei so Zucchini auf einmal die Enden in mein Essen schneide oder so. Kein Müsli mehr, deswegen gibt es einfach gesalzene Mandeln und so Schokomandeln, Cranberries, so eine Snackmischung obendrauf. Anfang Juli eingekuschelt in eine Wolldecke. Läuft. Eigentlich ist es auch nicht so kalt, aber irgendwie ein Pulli muss ich schon haben, weil es irgendwie so ein bisschen, naja, es ist einfach so ungemütlich. Wisst ihr, was ich lustig finde? Nie in Vlogs, ich weiß nicht, ob ich das schon mal mit euch geteilt habe oder ob ich es nur schon mal gedacht habe, aber nie in Vlogs sagt jemand so, ja, und ich habe jetzt 2 Stunden am Handy gechillt und jetzt mache ich das und das. Also wisst ihr, sonst bei Vlogs erzählt man ja so, was man so macht und so, wie der Tag läuft und was auch immer. Aber noch nie habe ich gehört, ah ja, ich war jetzt eine halbe Stunde am Handy und jetzt geht's weiter damit. Das macht man irgendwie nicht. Und das finde ich lustig, weil wir alle ja relativ viel am Handy chillen. Ich muss aber sagen, seitdem ich so gerne und so viel stricke und lese, wieder in meiner Lesephase bin, bin ich echt viel, viel weniger am Handy. Vor allem viel, viel weniger am Konsumieren, Chillen am Handy. Mein Handyzeit ist trotzdem noch relativ hoch. Let's see. Fast 6 Stunden. Oh, hä? Nee. 4 Stunden 40 heute. Davon aber schon allein 2 Stunden an der Kamera. Wie kommt 45 Minuten WhatsApp zustande? So viel mache ich eigentlich da gar nicht. 40 Minuten Instagram geht eigentlich voll. 17 Minuten Sprachmemos checke ich zum Beispiel auch nicht, weil ich habe heute mit Vanessa... Ja gut, aber da geht das Handy dabei aus, weil wir haben über 1 Stunde Podcast aufgenommen. Und dann halt nur so ein paar Minuten, da checke ich immer nicht. Ja, aber doch, es läppert sich dann schon, dass es insgesamt dann 4 Stunden sind. Gestern 5 Stunden, 1 Stunde 40 Instagram, 1/2 Stunde Kamera, InShot ist mein Bearbeitungsprogramm für meine Videos. 20 Minuten Drive, was habe ich 20 Minuten auf der Drive gemacht? Aber manchmal lasse ich mein Handy auch einfach so liegen. YouTube Studio, da beantworte ich meine Kommentare. 11 Minuten mein Wecker? Hä? Wie passiert sowas? Das verstehe ich nicht. Naja, interesting. Zum Beispiel gestern, als ich zu Julika oder zum Tanzen gefahren bin, hatte ich auch mein Buch mit und habe dann im Bus gelesen, statt am Handy zu sein. Und das mag ich echt gerne, dass wenn man Lesen so gerne mag und gerade so ein gutes Buch hat oder halt auch mit dem Stricken, das kann man ja eigentlich auch überall hin mitnehmen, obwohl mein Projekt gerade schon ein bisschen zu groß ist, um das ständig dabei zu haben, aber so theoretisch, ist man viel weniger am Handy, wenn man solche Hobbys hat, die man überall so ein bisschen machen kann und dann fühle mich nach einem weiteren Kaffee. Und meine Grenze ist immer um 5. Nach 5 gibt es auf keinen Fall mehr einen, bestenfalls natürlich viel, viel früher, aber wenn es mal passiert, dann ist 5 die maximale Grenze und es ist 20 vor 5, also mache ich mir jetzt noch einen Kaffee. Wisst ihr, was ich richtig gerne mal ausprobieren wollen würde? Ein Zuckerfasten. Oder weniger Zucker zumindest essen. Ich glaube, ich esse schon relativ viel Zucker. Ich meine, ich ernähre mich gesund, aber ich esse schon irgendwie relativ viele Süßigkeiten. Und so. Und ich könnte mir vorstellen, dass das meiner Haut voll gut tun würde. Aber ich habe vielleicht tatsächlich gar keinen Bock drauf. Und vielleicht würde es meiner Haut auch gar nicht gut tun. Und dann würde ich mir das, also ich meine, weniger Zucker zu konsumieren wäre eh nicht schlecht. Aber ich will nicht. Aber momentan... Oh, es ist viel zu weiß. Ihr seht gar nichts. Doch, jetzt. Ich würde in der Kamera, sieht man das gar nicht so doll. Aber hier sind 2 so richtig böse. Und dann hier so relativ viele kleine. I don't know. Aber man sagt ja eigentlich auch so ums Kinn, habe ich jetzt schon öfter gehört, ist hormonelle Akne. Who knows?
Who knows at this point. Ich nehme auch nicht die Pille. Früher, als ich die Pille noch genommen habe, war meine Haut auf jeden Fall auch besser. Aber das ist jetzt auch nicht der Grund, weswegen ich wieder die Pille anfangen will zu nehmen. Ich habe seit Tagen nicht mehr gestrickt und mein Strickzeug wartet hier erwartungsvoll auf mich. Das ist das, was ich vom zweiten Ärmel bisher habe. Ich dachte eigentlich, dass ich den schneller noch fertig kriege, aber irgendwie, ja, habe ich abends, wenn dann, mal eine halbe Stunde gelesen. Ich zeige euch mal kurz den momentanen Stand bei meinem Cardi. Ich weiß nicht, wann ich euch den das letzte Mal gezeigt habe. Es hängt noch am Faden hier, aber den einen Ärmel kennt ihr ja schon. Der ist ja schon fertig. Ich glaube, den habe ich euch schon mal gezeigt. Und der Körper, der Rest vom Körper fehlt ja noch sozusagen. Da muss also noch ein Stück hier runter gestrickt werden. Und der zweite Ärmel ist jetzt, naja, hat schon ein ganzes Stück. Eigentlich, ich fahre am Wochenende nach Berlin und ich hätte den voll gerne mitgenommen. Und eigentlich schon, das schaffe ich auf jeden Fall nicht, weil das ist übermorgen. Und ich habe auch schon Wolle für das nächste Projekt bestellt. Ich musste nämlich nochmal das Rosa nachbestellen für meinen Cardigan, weil ich einfach Rosa am meisten benutze von diesem hellen. Und ich hoffe, alle anderen Farben werden ausreichen, aber das musste ich nochmal nachbestellen. Und das Pink habe ich ebenfalls nochmal bestellt. Damit will ich aber außerdem noch eine Mütze stricken. Noch mit einem anderen Faden zusammen. Den gab es aber leider nicht, deswegen habe ich das erstmal bestellt. Auch wieder von Drops. Das ist diese Alpaka, Brushed Alpaka Silk, die ich für den Cardigan benutze und auch für die Mütze teilweise benutzen werde. Und dann habe ich noch ein Projekt oder Wolle für ein Projekt bestellt. Auch wieder von Drops und zwar für den Cardigan, nee, Quatsch, von My Favorite Things Knitwear, der Sweater Nummer 24. Den hat Olyske nämlich gestrickt und ich finde, der sieht so hübsch aus. Und sie hat auch diese Drops-Wolle genommen. Einmal Alpaka Boucle in der Farbe 2020, also 2020. Und sie hat, glaube ich, ein anderes Kid Silk Farbe genommen, aber ich habe das Beige von Kid Silk genommen. Also von Drops, aber die Kid Silk Beige. Ich weiß gerade gar nicht, welche Nummer das ist, aber auf jeden Fall Beige heißt die. Und damit werde ich dann danach ein Pullover stricken. Oder erstmal die Mütze, ich weiß es noch nicht. Ich hatte ja erst vorgehabt, noch irgendwas Sommerliches zu stricken, irgendwie mit Baumwolle und so ein Top oder so ein, ich weiß nicht, hatte ich auf Instagram mal mit euch geteilt, so ein Top, was hier so zusammengedingst wird, wie so ein kleines. Aber bei dem Wetter weiß ich, dass ich das maximal noch zweimal dieses Jahr anziehen kann, weil das Wetter so kacke ist. Und dann stricke ich doch viel lieber einen Pullover, weil den kann man den ganzen Winter über anziehen, Herbst kann ich den anziehen, ich kann den auch im Sommer abends schon anziehen. Ich bin, glaube ich, eher Stricktyp für so winterliche Sachen oder wärmere Sachen, als jetzt so Tops. Weiß nicht, holt mich irgendwie nicht so doll ab. Zumindest fürs Erste nicht, weil ich will die ja dann noch oft anziehen. Ich habe mir selber ein Leseverbot erteilt, denn heute wird weiter gestrickt und ich schaue irgendwie YouTube und eine Serie und darf nicht weiterlesen, weil ich weiter stricken, also ich will weiterkommen mit meinem Projekt. Und ach, ich liebe dieses Buch und ich würde es am liebsten verschlingen und ich habe einfach schon auch viel zu viel gelesen und ich will es noch ein bisschen hinauszögern, weil die Autorin schreibt zwar schon an einem weiteren Teil, aber fürs Erste ist das halt der letzte von der Akata-Reihe. Als ich bei meinen Eltern war, habe ich dieses Buch gekauft und am selben Tag beendet, weil ich kein Buch hatte und eins brauchte. Und eigentlich wollte ich ein anderes kaufen, auch so ein Fantasy-Smut-Buch, aber das hatten die dann nicht bei Thalia. Und dann habe ich stattdessen das mitgebracht. Das habe ich, glaube ich, eh gevloggt. Ich komme schon ganz durcheinander, das war ja diese Woche. Aber ich habe noch keine Review gegeben von diesem Buch, The Raven Hood. Ich finde, also die Review ist ein bisschen schwierig, weil ich finde, das Buch ist nicht wirklich gut. Es ist nicht wirklich gut geschrieben. Vor allem auf Deutsch, die Übersetzung oder vielleicht ist es auch irgendwie so geschrieben, keine Ahnung. Ist eigentlich wirklich nicht gut. Aber ich fand es trotzdem, ich habe es an einem Tag gelesen, also ich fand es trotzdem sehr enjoyable. Ich finde es sehr spannend. Diese Geheimnisse und so, die Typen, das ist halt so ein romantisches, wie nennt man das, Spicy Book. Und ich fand es toll. Aber ich fand manche Stellen auch weird. Ich fand, es hätte auf jeden Fall vorne in der Triggerwarnung auch drin stehen können. Also kann ich nicht so genau sagen, ob ich es empfehlen würde. Gleichzeitig habe ich es aber extrem enjoyed. Also würde ich es irgendwie schon empfehlen. Aber es ist halt kein gutes Buch. Man darf nicht zu hohe Erwartungen haben. Aber für das, was es war, war es toll. Aber mal eine ganz andere Sache. Lilly und ich schauen ja Bridgerton, die dritte Staffel. Wir haben schon die erste und zweite zusammen geschaut. Damals noch in Norwegen.
Verrückt einfach. Und jetzt schon die dritte Staffel. Und ich finde, im Internet ist irgendwie mega viel Rage über, wie toll die dritte Staffel ist und wie toll das Paar, worum es geht, ist. Und don't get me wrong, ich finde die Schauspielerin, ich habe schon ein paar Interviews und so von der gesehen, die ist mega. Aber ich finde die dritte Staffel irgendwie nicht so toll. Ich bin irgendwie nicht so verliebt in die beiden als Paar. Also ich bin nicht so, oh mein Gott, und wow, und toll. Ja, irgendwie, also wir schauen das natürlich und schauen es auch gerne, so ist es nicht. Aber ich fand die anderen zwei Staffeln irgendwie besser. Da war ich die ganze Zeit so kribbelig excited und ich fand es auch irgendwie lustiger. Diesmal ist es irgendwie auch dramatischer und fand die anderen Pärchen und die anderen Staffeln irgendwie besser. Ich bin ja schon sehr gespannt, wann endlich mal die neue Staffel von Outer Banks kommt. Das habe ich nämlich immer mit Terry geschaut und es ist jetzt schon so lange her. Und ich glaube, das wird mega cool. Ist das jetzt dann schon die dritte oder die vierte Staffel? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat mir Outer Banks mal richtig gut gefallen. Und da freue ich mich, wenn es weitergeht. Ich hatte gerade den Gedanken, weil es ist um 10, ich will eigentlich ins Bett gehen. Da habe ich mir gesagt, ich könnte jetzt Zähne putzen und dann könnte ich noch 20 Minuten lesen. Ich weiß, dass wenn ich anfange, 20 Minuten zu lesen, dass ich dann nicht aufhören kann, weil dieses Buch oder generell diese Buchreihe ist addicting. Und dann habe ich darüber nachgedacht. Ich weiß nicht, ob nur ich das lustig finde oder wie ihr das auch lustig findet. Ein richtig gutes Buch zu haben, wo man nicht aufhören kann, das zu lesen, ist wie wenn man so scratching an itch. Kennt ihr diese Aussage? Also wenn in dem Fall zumindest, weil ich halt schlafen will, man weiß, es ist eigentlich nicht gut, aber es ist so satisfying und man will es unbedingt machen und man kann nicht entweder aufhören, es zu tun oder man macht es mal wieder oder man redet sich ein, nur einmal kurz krass und dann ist besser, aber meistens juckt es danach halt weiter. Ich weiß nicht, ob dieser Vergleich überhaupt keinen Sinn ergibt. Für mich hat er gerade Sinn ergeben. Und ich teile jeden dummen Gedanken mit euch. Deswegen. Ich sage jetzt mal gute Nacht und goodbye, ihr Lieben. Danke, dass ihr bis zum Ende dabei wart bei diesem Weekly Vlog. Oder zumindest, ich glaube, Samstag bis Freitag. Ja, ist ja eigentlich ein Weekly Vlog. Morgen ist erst Freitag und ich habe nur bis Donnerstag gefilmt. Wie auch immer, es ist trotzdem ja fast ein Weekly Vlog. Kommentiert mal ein Sonnen-Emoji, wenn ihr bis zum Ende dabei wart. Und auch um die Sonne zu manifestieren. Wir müssen alle zusammen die Sonne manifestieren. Danke, dass ihr immer bis zum Ende schaut. Das supportet mich ganz, ganz doll, wenn ihr meine Videos bis zum Ende schaut. Vergesst auch nicht uns zu abonnieren, falls ihr das nicht seid. Aber seid ihr wahrscheinlich eh. Und dann wünsche ich euch eine gute Nacht oder noch einen schönen Tag. Oder Nachmittag oder ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche. Und wir sehen uns ganz bald wieder in einem neuen Video, ihr Lieben. Tschüssi!